Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Video. Wir haben es bald geschafft. Noch zwei Menüpunkte, dann haben wir das ganze PlayStation 5 Menü durch. Dann kommen nur noch ein paar Tipps und Tricks Videos, wo ich halt ein bisschen kürzer fassen werde. Wir kommen als nächstes zu Mitteilungen. Das ist der Menüpunkt, wo wir uns die Mitteilungen anpassen können, wie sie uns angezeigt werden, beziehungsweise nicht nur wie, sondern auch was uns angezeigt wird. So, wir haben hier oben Pop-up-Mitteilung zulassen, können wir auch ausmachen. Dann können wir halt natürlich hier nichts einstellen, großartig. Weil uns wird keine Pop-up-Mitteilung angezeigt. Pop-up-Mitteilungen sind oben in den Ecken. Wir können Vorschau-Anzeigen noch ausschalten. Das heißt, wird uns dann nur gezeigt, wir haben eine Nachricht. Und so wird uns gezeigt, informier dich, was Neues gibt. Also das ist was größer von PlayStation. Also Nachricht, wir haben eine Nachricht. So, von wem die Nachricht ist. Und informier dich, was Neues geschieht. Also ist praktisch genau das Gleiche. Aber immer nur, dass wir eine Nachricht haben. Aber hier steht halt von wem und was so in der Nachricht drin steht. So, ich habe das beides aktiviert, weil ich es schöner finde. So, Anzeigedauer habe ich Standard. Ihr könnt lange, extra lange oder kurz machen. Und dann haben wir hier viele Möglichkeiten, was uns angezeigt werden soll. So, zum Beispiel, wenn Freunde online gehen, bei Video und bei Übertragungen ausblenden. Pop-ups anzeigen, ja, aber bei Spielen, bei Video und Übertragungen soll es ausbleiben. Wir können auch bei Spielen ausblenden. Wenn wir ein Spiel spielen, dass es dann ausgeblendet wird. Wir können aber komplett machen. Ich mache mal wieder komplett. Interessiert uns nicht, wenn da irgendwie nach online geht. Ja, dann können wir aber hier Ausnahmen machen. Für welche Freunde, ja, Mitteilungen gesendet, was? Für welche Freunde Mitteilungen gesendet werden, falls online. Also auch selbst wenn wir das jetzt ausgeschalten haben, kann ich jetzt sagen, kann ich mir Freunde aussuchen, wo, muss mal Soulflyer wieder dran glauben, tut mir leid, wo ich denn trotzdem eine Nachricht kriegen will. So. Das heißt, ich kriege eine Nachricht, wenn Soulflyer online geht. Aber alle anderen nicht. So. Ausspielen. Videowiedergabe. Bleibe bei den Spielen, die du spielst, auf dem neuesten Stand. Da kann man jetzt die Spiele auswählen. Ja. Mitteilung in Spielen. Beim Video gucken oder bei Übertragungen ist es mir egal. Übertragen wir mal noch an. So. Dann kriegen wir dann halt vom Spiel, während wir spielen, halt Informationen. Oder nee, das sind die Informationen, die uns von Sony. Warte mal, wo ist das denn? Wo sie uns Informationen schicken. Aber da bin ich noch nicht ganz raus. Ja, wegen Updates, neue, also wir haben ja auch unter Informationen, was wir im letzten gemacht hatten, auch sowas. Ja, also einige Spiele können dir Mitteilungen über Neuigkeiten, Updates, zeitbegrenzt, die, ach so, ja, da kriegen wir Nachrichten vom Spiel, so war das, genau. Ja, da könnt ihr Nachrichten bekommen. Also da könnt ihr dann aktivieren, dann schickt das Spiel euch Nachrichten, wenn, ey, Achtung, jetzt ist ein Event. So. Also oben als Pop-up-Mitteilung, so mit dem Controller und mit dem Ausrufezeichen. Also nicht Nachricht schicken, sondern so oben ein Pop-up-Nachricht, ja. Und bei anderen Spielen kriegt er dann halt so im Infobereich die Informationen über Updates und hast du gesehen. Aber hier ist es dann halt richtig im Spiel und dann sollte es halt oben im Spiel angezeigt werden. Also beziehungsweise überall soll es angezeigt werden, außer wegen Videogucke, wegen meiner Ruhe haben. Falls ich mal ein Video über die PlayStation gucke.
Spieleinladung habe ich gemacht, immer immer anzeigen. So, bei Spielen, bei Videos, bei Übertragung, alles aus. Na, bei Übertragung kann es an sein. Das heißt, ich kriege die Mitteilung erst von Spieleinladung, wenn ich aus dem Spiel rausgehe. Das habe ich vergessen, wieder einzustellen. Trophäen will ich immer haben, außer bei Videos. Herausforderungen habe ich auch überall an, auch im Spielen. Bei Übertragung, bei Videos aus. Ja, das habe ich aber so noch nicht gehabt. Freundesanfragen. So. Haben wir zwar an, Pop-up-Anzeigen, aber nicht bei Spielen, nicht bei Videos, nicht bei Übertragungen. Das heißt, nur im Hauptmenü. Also wenn ich praktisch aus dem Spiel rausgehe, kriege ich oben eine Nachricht, hey, möchte dein Freund werden. So, Nachrichten. Nachrichten habe ich so, auch nur bei Spielen. Also nur, wenn ich rausgehe. Und das heißt, in Spielen wird mir denn nichts mehr angezeigt. Das habe ich alles vergessen, wieder einzuschalten. Weil so geht uns beim Streamen dann nichts mehr auf den Sack. Sprachchat. Das lasse ich mal. Anzeigen, wenn ein Freund einen Sprachchat mit dir starten möchte. Nee, lieber nicht. Oh, raus. Sonst kommen wieder so viele Party-Einfragen und so was alle drum und dran. Das nervt. So, Auszeichnung, das will ich immer sehen. Änderung des Musiktitels. Ja, das habe ich halt auch aus überall. Nur im Menü sehe ich es dann halt. Download, habe ich Spiele, Videos, habe ich es an, damit ich sehe, wenn was fertig ist. Genauso wie Upload. Oh ne. So. Wunschliste Update. Ja, auch nur im Hauptmenü, dass mir das angezeigt wird. Von PlayStation. Anzeigen, wenn Neuigkeiten, Updates von PlayStation erhältst. So, und Abonnements. Anzeigen von Updates. Habe ich aber auch nur im Hauptmenü. Also PlayStation Plus, PlayStation Now und so. Wenn sie sagen, hey, hier ist ein Update oder was weiß ich. Das möchte ich halt nur im Hauptmenü sehen und nicht im Spiel. Das war halt auch soweit schon. Also der Menüpunkt ist ziemlich klein. Ihr könnt da halt alles verwalten. Ihr könnt auch sagen, komplett alles ausschalten. Interessiert mich nicht die Bohne. Ich schalte alles aus. Ich will keine Nachricht angezeigt haben. Nix. Und ich habe es halt größtenteils so eingestellt. Trophäen will ich weiterhin sehen. Ja. Trophäen. Überall bei Spielen, bei Übertragung, im Pop-Up-Menü. Per Pop-Up-Anzeigen. Ja. Und alle anderen habe ich so eingeschaltet, dass wenn ich hier bin, hier kriege ich eine Mitteilung angezeigt. Aber sobald ich im Spiel in einem Datenüber, also in einer Aufzeichnung bin, wenn ich jetzt selber streame, oder wenn ich auf der PlayStation einen Film gucke, möchte ich nicht irgendwie von irgendwelchen Nachrichten belästigt werden. Das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.